Mein Name ist Ben Bugler. Ich bin Journalist. Ich schreibe Artikel, die meinen Kollegen zu gefährlich sind. Für meine Arbeit habe ich Auszeichnungen und Preise erhalten. Einige Menschen hassen mich dafür, weil meine Nachforschungen den ganzen Dreck an die Oberfläche spülen, der dann an den weißen Westen der Leute kleben bleibt. Zurzeit recherchiere ich wieder. Ein Bekannter aus dem Irak hat mir ein paar interessante Informationen beschafft. Im Stich lassen. Wie damals. Keiner wird dir helfen. Niemand wird dir helfen. Ben, hast du geglaubt, dein Bruder könnte dir helfen? Nein, er wird dich im Stich lassen. Hey, ich dachte, jetzt, wo wir Nachbarn sind, sollten wir das begießen. Kannst du vielleicht später nochmal wiederkommen? Es passt mir im Moment gerade gar nicht. Oh, ich verstehe. Du hast bestimmt viel zu tun. Kein Problem. BND, Bundesnachrichtendienst. Was stellt sich der normale Mensch unter Bundesnachrichtendienst vor? Waffenschieberei? Sicher nicht. Menschenhandel? Drogenschmuggel? Sicherlich auch nicht. Undercover-Mission, um irgendwelche Kriege voranzutreiben. Illegaler Handel mit Diamanten, mit Gold, mit Öl. Und dann arbeiten die Politiker für den BND, lassen sich von ihm einkaufen, für billige Vergnügen, Nutten, Drogen, vielleicht ein schöneres Haus, finanziert durch Waffengeschäfte, Drogenhandel, Handel mit Edelmetallen und Menschen. Aber wer sind diese Leute? Wer sind sie? Wenn wir wissen, was sie machen, dann wissen wir schon zu viel. Still, man! Noch wusste ich nicht, wer hinter mir her war oder warum. Ich wusste nur eins, dass ich so schnell wie möglich untertauchen musste. Ich schloss mich in meiner Wohnung ein und dachte während der ganzen Zeit an meinen guten Freund Kevin. Ich hatte ihn auf der Fahrt nach Hause angerufen und hoffte nun, dass er so schnell wie möglich vorbeikommen würde. Ich habe dich kommen hören, aber deinen Wagen nicht vor der Tür stehen sehen. So, das war der Song In Your Head und der passt hervorragend zu unserem Thema der Woche: Bloopers of History oder Fehltritte der Geschichte. Der bekannte Journalist und Verschwörungstheoretiker Ben Bugler gab unlängst ein Telefoninterview und hier einige Ausschnitte. Denken Sie nicht, dass Sie mit Ihrer Behauptung über angebliche Machenschaften unserer Regierung etwas übertreiben? Ganz im Gegenteil, ich untertreibe eher. Aber die komplette Story wird hoffentlich bald in der Zeitung zu lesen sein. Wenn überhaupt, denn man hat ja schon fast 3 Jahre nichts von Ihnen gedruckt. Ja, weil den Zeitungen meine Sachen zu heiß sind. Oder eher zu fehltrittig unglaublich? Was soll das heißen? Ich werde den Teufel tun und Ihnen irgendetwas vorlügen. Ich habe doch, das habe ich noch nie getan und das werde ich auch nicht. Ich meine, aufgrund meiner Recherchen mussten schon Minister zurück. Ja, das wissen wir schon. Und da ist er auch schon aus der Leitung. Ja, Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Und was man nicht beweisen kann, das kann man auch nicht drucken. Und mit einem schönen Gruß an unsere Hauptstadt geht es nun weiter mit Musik. Ich bin's, David. Ach du Scheiße. Wolltest du nicht aufräumen? Hey, was machst du da? Was zum... Bist du verrückt geworden? Ich wollte doch nur... Wenn ich meine Vorhänge zuziehe, dann hat das seinen Grund und nicht, weil ich es hier drin dunkel haben möchte. Ich schreibe einen Artikel. Du weißt, dass das nicht ganz ungefährlich ist. Hör auf damit! Jedes Mal dieselbe Scheiße. Ich kann's nicht mehr hören. Seit 3 Jahren druckt man den Artikel nicht mehr. Hast du dich mal gefragt, warum? Ja, weil sie die Wahrheit sind und weil die Regierung die Wahrheit vertuschen möchte. Hör auf! Schau dich doch mal an! Und wie es hier aussieht! Ich muss bescheuert sein, hierher zu kommen. Wo willst du hin? Hallo? Hallo, wer ist da? jemand da? Wer ist da? Na, wer schon? Sag mal, was denkst du dir, dich einfach so in meine Wohnung zu schleichen? Du weißt doch, was hier los ist, verdammt nochmal. Wer sollte es denn sonst sein? Ich habe doch gesagt, dass ich um 9 hier bin. Ach. Was machst du hier eigentlich? Beweise vernichten. Mein Bruder war heute hier. Ja und? Ich war schon kurz davor, ihm die ganze Geschichte zu erzählen, aber er wollte sie gar nicht hören. Ist vielleicht doch besser so. Weißt du, ich frage mich sowieso die ganze Zeit, warum er überhaupt hier war. Ich finde es übrigens vernünftig, nicht zu überstürzen und noch 1-2 Tage mit dem Untertauchen abzuwarten. Denn bisher haben sie dich hier noch nicht gefunden. Ja, vergiss es. Jedes Mal, wenn es hier irgendwo knallt oder auch nur das Telefon läutet, dann... Ich weiß, glaub mir. Bisher bist du hier am sichersten. Ich kann frühestens morgen was für dich arrangieren. Und wo denkst du, kann ich hin? Ich kann dir ein Zimmer in einem Gasthof außerhalb der Stadt buchen. Es gehört einem alten Freund von mir. Aber wie gesagt, frühestens morgen. Ist das doch sicher? Dort würde ich garantiert keiner finden. Warum nicht? Weil dort niemand nach dir suchen wird. Hey Schatz. Hallo. Tobi, du weißt, Zähne putzen und dann ab ins Bett, ja? Es sind 6, flüsterte Peterchen, der mitgezählt hatte. Ich glaube auch, es ist Sumsemann, pflichtete ihm seine Schwester bei. Peterchen hob den Maikäfer, der auf dem Rücken lag, auf die Beine. Die Geschwister beobachten ihn gespannt. Bist du es, Sumsemann? Fragte Peterchen. Komm, wir müssen raus, es brennt! Laptop. Dein Laptop ist jetzt scheißegal. Ja, ich komme. Ist alles okay? Ben hat Probleme. Ich muss los. Ich hol den Wagen. Nächstes Mal gehst du drauf. Komm, steig ein. Wir müssen uns beeilen. Der Portier wartet nicht ewig. David wollte mich zu einem Arzt bringen, um sicherzustellen, dass es mir gut ging. Doch ich wollte nur noch abtauchen. Also brachte er mich in ein Hotel, etwas außerhalb der Stadt. Guten Abend, was kann ich für Sie tun? Es wurde ein Zimmer reserviert? Bruckner. Mhm. Bitte folgen Sie mir. Kostan, kommst du klar? Sollte noch irgendetwas sein, der Portier ist unten an der Rezeption. Ich schau die Woche nochmal vorbei. David? Ja? Gute Nacht. Nun wusste ich, wer hinter mir her war. Auch wenn ich noch keine Beweise dafür hatte, so handelte es sich hier eindeutig um die Handschrift des BND, der im Auftrag der Regierung versucht hatte, mich umzubringen. Kevin behielt recht. Die einzige Möglichkeit, die Sache für mich zu beenden, lag nun darin, meine Arbeit so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Die Welt wissen zu lassen, wozu unsere korrupte Politik fähig war. Doch ich hatte ein Problem. Wem konnte ich noch trauen? Und es war auch nur noch eine Frage der Zeit, bis man versuchen würde, meinen Bruder David gegen mich einzusetzen. Die Regierung hatte Einfluss und Macht genug. Sie würden nichts unversucht lassen, mich aus dem Weg zu räumen. Die Polizei meint, es hat nicht gebrannt. Ja, aber du warst doch in dem Haus drin. Ja, aber nur im Flur. Das Licht ging nicht, die Feuerwehr hatte den Strom abgestellt. Ja, Schatz, aber du zweifelst doch nicht an den Aussagen der Polizei, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ben erzählt in den letzten Tagen immer wieder von Anschlägen durch die Regierung. Du glaubst doch nicht, dass die Regierung einen Mordanschlag auf Ben ausführen will. Nicht in unserer Gesellschaft, Schatz. Nicht hier. Nicht in unserer Gesellschaft, aber in unserer Regierung. Bens Verhalten ist nicht normal. Du solltest mit ihm zu einem Arzt gehen und der soll entscheiden, was mit ihm passiert. Die Polizei meinte, in deiner Wohnung gab es keinen Brand. Hast du etwas anderes erwartet? Und seit wann interessiert dich die Meinung der Polizei? Du warst doch in meiner Wohnung drin. Ja, aber ich konnte mir kein Bild vom Zustand der Wohnung machen. Das Licht ging nicht. Die Feuerwehr hatte den Strom abgestellt. Sie versuchen halt die Wahrheit zu vertuschen. Man braucht nur den Strom abzuschalten, zu sagen, es hat nicht gebrannt und schon gab es auch keinen Mordanschlag. Sag mal, wie naiv bist du eigentlich? Ben. Und warum hast du mich überhaupt hierher bestellt? Nur um mir die Meinung von irgendeinem Polizisten aufzuschwatzen? Ich weiß, was ich erlebt habe. Warum glaubst du eigentlich, dass sich irgendjemand dafür interessieren würde, dich umzubringen? Weil ich mich vor ein paar Tagen mit Hilfe von Zugangscodes in die Rechner des BND eingehackt habe und dabei auf Informationen gestoßen bin, von denen sie nicht möchten, dass sie herauskommen. Und was sind das für Informationen? Das kann ich dir nicht sagen. Je mehr ich dir davon erzähle, desto gefährlicher kann es auch für dich werden. Ben, du musst zu einem Arzt. Ich brauche keinen Arzt. Ich bin gesund. Ich bin eine andere Ansicht. Was? Du glaubst, ich bin verrückt? Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber du denkst es und das ist genau das, was die wollen. Du glaubst also der Polizei mehr als mir, deinem eigenen Bruder. Ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Aber wenn du so davon überzeugt bist, nicht verrückt zu sein, warum gehst du dann nicht zum Arzt? Weißt du, ich habe mit allem gerechnet. Nur nicht mit so etwas. Die Hunde werden immer raffinierter. Aber gut, gehen wir zum Arzt, wenn dir damit geholfen ist. Aber danach kannst du mich wenigstens nicht mehr anzweifeln. Herr Bruckner! Bruckner? Du musst sofort zur Pension kommen. Ich sende dir dabei, die wollen mich umbringen. Was? Die wollen mich umbringen. Bleib, wo du bist. Ich bin gleich da. Mist. Was fehlt meinem Bruder? Das wissen wir noch nicht so genau. Aber nach dem, was Sie uns bisher über den Bruder geschildert haben, dringt sich doch der Verdacht auf, dass es sich um Schizophrenie handelt. Sie meinen also, mein Bruder ist verrückt? Als verrückt würde ich das nicht bezeichnen, nein. Vielmehr ist Ihr Bruder psychisch krank. Wir haben uns bei der zuständigen Meldebehörde und beim Vermieter Ihres Bruders erkundigt. Deren Angaben zufolge hat nie ein Mann namens Kevin in seinem Haus gewohnt. Sie wollen mir also damit sagen, dass Kevin eine Fantasie meines Bruders ist? Das könnte man so sagen, ja. Wir haben viele solcher Patienten hier. Einige von ihnen hören Stimmen, andere sehen Dinge, die gar nicht existieren. Für solche Patienten liegen Realität und Fantasie so dicht beieinander, dass sie sie nicht mehr auseinanderhalten können. dass Ben schizophren sein sollte, erschien mir sonderbar. Verwirrt und durcheinander, ja. Aber schizophren? Und die Tatsache, dass sie mich nicht zu ihm lassen wollten, war mir suspekt. Warum durfte ich Ben nicht sehen? Vielleicht hatte Ben ja recht und er war wirklich ein Teil einer Verschwörung. Wie dem auch sei. Auch wenn ich nichts weiter für ihn tun kann, so sollte ich ihm wenigstens die Möglichkeit geben, mich anrufen zu können. Zu jeder Zeit und wann immer er möchte. Das ist das zweite Handy meiner Frau, was sie nicht wollte. Ich steck's dir unter die Zeitung. Sieh zu, dass es niemand findet. Geld ist schon drauf. Sobald irgendwas ist, rufst du mich an. Hörst du? Ben, ich muss los. Schlucken. Ich habe gesagt, schlucken. Wie spät ist es? 9:30 durch. Verdammt. Mike und die übrigen haben sich heute krank gemeldet. Wie sollen wir mit so wenig Personal die Patienten versorgen? Der Stationsalltag muss weitergehen. Verteilen Sie die Medikamente heute einfach auf den Zimmern und beeilen Sie sich. Kann man in dieser Situation nicht die Medikation auf intravenös umstellen? Zumindest bei den Akutpatienten? Das würde zu lange dauern. Wir können es uns nicht erlauben, dass die Patienten unruhig werden. Also ran an die Arbeit. Ja, hallo? Geben Sie mir die Oberschwester! Schnell! Ich einfach reinplatze, aber der Patient von 103 ist verschwunden. Wie bitte? Haben Sie schon im Tagesraum und auf der Stationstoilette nachgesehen? Ja, nichts. Ja, weit kann er doch nicht sein. Informieren Sie sofort das Personal und die Rezeption. Er darf auf keinen Fall das Haus verlassen. Bruckner. David? Du hast doch gesagt, ich soll mich melden, wenn was ist. Sag mal, wo bist du denn? Ich muss Schluss machen! Ben! Ben! Weil sie die Wahrheit sind und weil die Regierung die Wahrheit vertuschen will. Was, du glaubst, ich bin verrückt? Das habe ich nicht gesagt. Du denkst es und das ist genau das, was die wollen. Und Onkel Ben kommt nicht wieder? Können Sie nicht warten, bis ich weg bin? Was soll das bedeuten? Eine Antwort finden Sie in einem grünen Umschlag in Ihrer rechten Tasche. Nicht jetzt, wenn Sie allein sind. Und kein Wort zu irgendjemandem, auch nicht zu Ihrer Frau. Worüber denkst du nach? Über Ben? Ich hätte mehr für ihn da sein müssen. Dann wäre das alles nicht passiert. Niemand hätte den Unfall verhindern können. Und schon gar nicht du. Du konntest nicht ahnen, was Ben vorhatte. Es bringt nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Matthias will uns nächste Woche besuchen kommen. Er möchte, dass wir ihm die Stadt zeigen. Ich hoffe, du kommst mit. Ich muss arbeiten. Schon klar. Gibt es auch noch etwas anderes in deinem Leben außer Arbeit? Jemand muss ja das Geld verdienen. Ja, aber wann hast du das letzte Mal mit irgendjemandem mehr als 5 Worte gewechselt? Das kann doch nicht ewig so weitergehen. Nicht. Ich verstehe nicht. Ich glaube, du bist hier derjenige, der nicht versteht. Anne, bitte. Ich kann doch nicht einfach zusehen, wie du dich kaputt machst. Bitte hör auf damit. Ein halbes Jahr geht das jetzt schon so. Ist das der Grund, weshalb du mich hierher geschleppt hast? Halt dich einfach aus meinen Problemen raus. Wir sind verheiratet. Deine Probleme sind auch meine Probleme. David! Sie sind beim BND? Und wenn schon. Was dann? Seit Tagen schon lassen mich diese Albträume nicht mehr in Ruhe. Dieser verdammte Gärtner. Was hat das alles zu bedeuten? Ich ging in die Küche, um mir etwas zu trinken zu holen. Jetzt fiel es mir wieder ein. Das Datum, die Uhrzeit, Ulandstraße, die Adresse auf dem Brief. Mist! Scheiße. Stehen bleiben! Sie sind spät. Man erwartet Sie bereits. Mitkommen. Gehen Sie. Ich weiß, was du jetzt denkst. Und was du durchmachen musstest, war nicht sehr schön, aber es ging nicht anders. Ich verstehe nicht. Ich bin nicht tot. Bin es nie gewesen. Mein Tod war inszeniert. Als ich eingewiesen wurde, wurde ich so mit Scheiße vollgestopft, dass ich nicht mehr wusste, ob ich Männlein oder Weiblein war. In den Minuten, in denen ich noch klar denken konnte, habe ich nur überlegt, wie ich da am schnellsten wieder herauskomme. Als ich es geschafft hatte, kam der Unfall dazwischen. Ich war verletzt, ja, aber nicht so schwer, dass ich daran gestorben wäre. Ich musste nur alle glauben lassen, dass ich tot wäre und niemand würde mir mehr folgen, nicht einmal mehr der BND. Aber die Sterbeurkunde, ich meine, ich habe sie gesehen. Kontakte, setz dich. Du wirst dich jetzt sicher fragen, was ich hier mache und wer die ganzen Leute da draußen sind. Wir sind ein Netzwerk freier Journalisten. Keiner von uns ist an irgendeine Zeitung gebunden. Jeder für sich sammelt Informationen, die in einer riesigen Datenbank zusammengetragen werden. Und was sind das für Informationen? Informationen über die Machenschaften unserer Regierung natürlich. Weißt du, wie lange der BND schon die E-Mail-Konten von uns freien Journalisten und auch Konten von Privatpersonen ausspioniert? Weißt du, in den nächsten Monaten wird die Regierung ein neues Gesetz beschließen. Ein Gesetz, das bestimmte Vorgehensweisen des BND legalisiert. Und warum? Nur um uns Journalisten zuvorzukommen. Dass die Welt momentan in einer riesigen Wirtschaftskrise steckt, das dürfte wohl kein Geheimnis mehr sein. Aber dass der BND eine Handelsorganisation der Regierung ist, das ist schon eins. Ich habe mit der Ärztin gesprochen. Sie erzählte mir, dass du an paranoider Schizophrenie leidest. Kevin und dieser ganze Verfolgungswahn sind nicht real. Ich weiß. Und sie wollten, dass du glaubst, ich wiederfahre. Das haben sie ja wohl auch geschafft. Aber was, wenn die Ärztin keine Ärztin ist und der Pfleger kein Pfleger? Wenn ich verrückt wäre, dann wäre ich jetzt nicht hier. Wie auch immer, sämtliche Nachrichten, die du hörst oder siehst, sind von oben diktiert. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Und wenn doch irgendetwas durchkommt, dann ist es auch so gewollt. Wörter wie Meinungsfreiheit und Demokratie sind Illusionen. Warum erzählst du mir das alles? Ich brauche deine Hilfe. Alle Informationen, die bisher gesammelt wurden, müssen zusammengetragen und veröffentlicht werden. Alles, was noch fehlt, ist mein Laptop. Dummerweise ist er im Hotel zurückgeblieben. Du musst ihn wieder beschaffen. Habt ihr keine Leute, die diese Aufgabe übernehmen? Nein, du musst es machen. Was ist, wenn ich den Laptop habe? Was dann? Dann haben wir noch ein ganz anderes Problem. Ich hatte die Festplatte verschlüsselt. Aber so, dass ich selbst nicht mehr an die Daten komme. Weißt du noch, wie viele Zahlen der Code hatte? Es müssen 7 oder 8 gewesen sein. Wir haben allerdings nicht mehr viel Zeit. Du musst dich beeilen. Gibt es noch etwas, was ich wissen muss? Ja. Dir ist hoffentlich klar, dass niemand etwas davon erfahren darf, dass ich noch lebe. Damit meine ich auch deine Familie. Noch etwas. Pass gut auf den Laptop auf. Es gibt auch noch andere Leute, die sich dafür interessieren. Nein, das meine ich ernst. Aber mal was anderes. Wie geht es David? Alles andere als gut. Die letzten Tage hat er nur noch in seinem Zimmer verbracht. Er vergräbt sich in Arbeit. Das hört sich ja nicht gut an. Ach, ich denke, er hat Schuldgefühle. Wie? Na, er denkt, er hätte den Unfall verhindern können. Aber das ist doch Unsinn. Ja, ich weiß, aber sag ihm das mal. Manchmal sehe ich ihn an und glaube, meinen eigenen Mann nicht mehr zu kennen. Was denkst du? Wird er es schaffen? Vor ein paar Monaten, da habe ich geglaubt, er wäre stark genug und würde allein über den Verlust hinwegkommen. Aber jetzt? Jetzt glaube ich nicht, dass er es ohne fremde Hilfe schaffen wird. Wollen wir? Sie sind beim BND? Und wenn schon, was dann? Morgen, Schatz. Wo warst du gestern? Ich habe mir Sorgen gemacht. Bei Ben. Auf dem Friedhof. Wir haben allerdings nicht mehr viel Zeit. Du musst dich beeilen. Ja? Mike? Morgen, ich bin's, David. Sag mal, ich habe ein Problem mit dem 87er Notebook. Ich habe da ein Passwort auf der Festplatte und ich komme da nicht weiter. Kannst du mir da helfen? Frag doch mal bei unserem alten Professor. Meinst du, er unterrichtet noch? Ja, der könnte weiterhelfen. Mike, ich danke dir. Bis dann. Schatz? Wir haben allerdings nicht mehr viel Zeit. Du musst dich beeilen. Nein, du musst es machen. Du musst es machen. David hat mich heute Morgen angerufen. Wieso? Was hat er gesagt? Er wollte etwas zu einem Laptop wissen, wie man den Zugangscode entschlüsselt. Ein Laptop, den er nicht mehr hinbekommt? Ist das schon mal vorgekommen? Muss ein großes Problem sein, wenn er mich fragt. Auch wenn ich es nur ungern zugebe, aber in Kryptographie war er immer besser als ich. Ja, was hast du ihm gesagt? Ich meinte, er sollte sich mal an unseren alten Professor wenden. Und allen Anschein nach wollte er das tun. Entschuldigen Sie, ich suche Professor Ines. Er soll hier wohnen. Ein Professor hier in dieser Gegend? Mann, du hast ja wirklich Nerven, hier aufzukreuzen. Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, dass die Adresse falsch sein könnte? Was? Wenn ich den guten Rat geben kann. Pass auf, hinter dir läuft. Warten Sie doch mal! Sie sind beim BND? Und wenn schon, was dann? Was dann? Was dann? Er denkt, dass Ben noch lebt. Scheiße. Ja, was soll ich jetzt machen? Wir müssen was unternehmen. Ja, und was? Mir wird schon was einfallen. Steig ein. Setz dich hin. Hinsetzen. Der Mann auf dem Friedhof, der Gärtner, von dem ich die Informationen von deinem Aufenthaltsort habe. Er ist beim BND. Woher hast du diese Information? Das ist doch egal. Ist es nicht. Da draußen gibt es Leute, die wesentlich mehr wissen, als sie wissen dürfen, und du scheinst zu ihnen zu gehören. Der Gärtner ist BND. Ich bin BND. Was? Und jetzt frage ich dich noch einmal, woher hast du diese Information? Das glaube ich jetzt nicht. Ich bin BND. Du kannst dir sicher sein, dass es allein in deiner Hand liegt, ob die Polizei herausfindet, wer den Gärtner erschlagen hat. Ich bin BND. Ich bin BND. Warum? Warum ich für den Geheimdienst arbeite? Weil diese Arbeit außerordentlich gut bezahlt wird, weil man sich nur etwas einfallen lässt. Und jetzt zum letzten Mal, woher hast du diese Information? Wer bist du? Halte dich auf! Und schlag sie dir gegen den Kopf. Das ist das Einzige, was du dir gegen den Kopf schlagen kannst. Der Raum ist gut gepolstert und du wirst so lange in diesem Raum bleiben, bis du mir die Information gibst. Woher hast du diese Information? Du bleibst hier? Ich will deine Frau noch dein Kind sehen, solange bis ich nicht an die Information gekommen bin, die ich haben will. Gib mir diese Information! Komm schon. Sie mir! Ich bin deine Halluzination, ich bin deine Krankheit. Und solange ich nicht das von dir bekomme, was ich von dir will, kommst du hier nicht mehr raus. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Du hast gedacht, ich kann nicht so sein, was? Du hast gedacht, oh, Ben, mein lieber netter Bruder, der Verrückte, der Wahnsinnige. Bin ich. Schau dich doch mal um. Wie geht's mir? meiner Familie. Ist das alles, woran du denken kannst? Deine Familie? Es gibt doch noch so viele andere Sachen, an die man denken kann. Aber keine Angst, deiner Familie geht es gut. Jedenfalls für den Moment. Ob das so bleibt, das liegt an dir. Was willst du? Was werde ich schon wollen? Ich will, dass du weitermachst, dass du weiter arbeitest, dass du den Code knackst, dass du mir die Informationen auf der Festplatte gibst. Das will ich von dir. Ich kann nicht. Hör mir gut zu. Du wirst weiterarbeiten. Weil du ansonsten nämlich hier nicht rauskommst. Du bleibst so lange hier, bis ich das habe, was ich von dir will. Du wirst dich wieder an die Arbeit machen. Ich kann den Laptop nicht entschlüsseln. Er wurde mir gestohlen. Ich weiß. Es waren meine Leute, die den Laptop aus deinem Wagen geholt haben, bevor es andere tun. Ich habe ihn inzwischen mit der Post zu dir nach Hause geschickt. Anne sollte ihn bereits haben. Es waren deine Leute? Ja. Und sie haben dich auf Schritt und Tritt verfolgt, zu deinem Schutz. Siehst du diese ganzen Menschen hier? Es sind alles meine Leute. Was für Leute? Ben, da ist niemand. Hör auf, mit mir solche Spielchen zu spielen. Du bist nicht in der Position dafür. Hier ist niemand. Schau dich doch um. Hier ist niemand. Ben, sie sind greif da. Nicht. Sie schauen dir über die Schulter. Hier ist niemand. Greif doch. Hier ist niemand. Du musst dir doch klar werden, hier ist niemand. Der ganze Raum ist voller Leute. Du machst deine Arbeit. Du wirst deine Arbeit tun. Tu deine Arbeit. Nein, es ist doch niemand hier. Ben, Ben, greif doch. Hier ist niemand. Du bist ganz allein. Versteh doch. Du bist hier ganz allein. Hier ist niemand. Siehst du nicht die Ärztin? Sie schaut mich an. Hände, greif doch. Hier ist niemand. Den Laptop. Du bist alleine hier. Jetzt. Hier sind keine Leute. Jetzt. Du bist ganz allein. Hier ist niemand. Es war gut, dass Sie uns benachrichtigt haben. Ohne ärztliche Behandlung wären seine Symptome schlimmer geworden. Wieso, was meinen Sie? Ihr Mann leidet an paranoider Schizophrenie. Anders gesagt, er hat Verfolgungswahn und visuelle Halluzinationen. Seit wann? Vermutlich seit dem Tod seines Bruders. Der ganze Raum ist voller Leute. Siehst du nicht die Ärztin? Wie lange wird es dauern, bis er wieder gesund ist? Schizophrenie kann man nicht heilen, aber wir können die Symptome eindämmen. Sie müssen sich auf ein völlig neues Leben mit ihrem Mann einstellen und dazu gehört möglichst wenig Stress. Wir geben ihrem Mann Medikamente gegen die Symptome, aber es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir ihn richtig eingestellt haben. Mach dich lieber wieder an die Arbeit. Verstehst du nicht? Ben! Kann ich zu ihm? Ja, natürlich. Aber erwarten Sie nicht, dass alles, was er sagt, Sinn für Sie ergibt. Da ist doch niemand. Du musst mir helfen. Das ist wichtig. Du müsstest ein Paket erhalten haben. Ja. In diesem Paket ist ein Laptop. Ich brauche ihn. Du musst ihn mir bringen. Du hast es geschafft. Gut gemacht. Würdest du mir und meiner Familie etwas antun? Traust du mir so etwas zu? Ich weiß nicht. Es tut mir leid, wenn ich dich so unter Druck gesetzt habe, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich hätte nicht so sein müssen, wenn du etwas kooperativer gewesen wärst. Ich habe die Festplatte durchsucht. Sie ist leer. Verstehst du? Es gibt keine Verschwörung. Du bist krank. Tut mir leid. Du bist krank. Du bist gestorben.9 Monate war David in der Klinik. Jetzt konnte er endlich wieder nach Hause. Seine Halluzinationen hatten aufgehört. Er musste Medikamente nehmen, damit sie nicht wiederkamen. Die ersten 2 Monate waren schwer für uns. Besonders für David, da er sich erst an das Leben ohne Ben gewöhnen musste. Sie können die Überwachung jetzt einstellen. Wir haben uns mit unserer Außenmitarbeiterin, seiner Frau, abgestimmt. Es ist keine weitere Überwachung mehr nötig.